Leute, was geht? Ich war mal ganz neu Video. Leute, ich habe eine richtig gute Nachricht bekommen. Und zwar ist der Autoladen frei. Da steht komplett nichts drin, Leute. Und wisst ihr, wer den jetzt übernommen hat? Ich, ja, Mann. Ich werde jetzt meinen eigenen Autoladen aufmachen, Leute. Und dann werde ich eigentlich richtig viel Geld verdienen. Aber Leute, ich werde das nicht alleine machen, sondern mit... Ente! Was geht? Was geht, Mann? Wie geht's dir, Ente? Mir geht's gut und dir? Mir auch, Mann. Ente, du musst mitkommen. Hä, wieso? Wir müssen zum Autoladen. Der gehört jetzt mir. Wir werden richtig krasse Autos verkaufen. Ja, mal so, aber da brauchst du erstmal Zigaretten, Mann. Ah, die brauchen wir später. Erstmal müssen wir die Autos herstellen und so. Das wird richtig krass. Was? Wir bauen Autos? Ja, und verkaufen die dann später. Bist du bereit? Ja, aber ich bin sowas von bereit. Lass hingehen. Let's go. Let's go. Siehst du da hinten? Das Schild ist komplett leer. Hä? Das müssen wir schnell ändern, Mann. Warte mal, ich hab Farbe dabei. Ja, ich würde sagen, wir nennen es einfach Alpha. Okay, let's go. Ist das Alpha-Auto aus? Oh, hier kannst du schon mal Alpha hinschreiben, wenn du willst. Und ich werde mich schon mal um die Autos kümmern, okay? Mach das. Danke, Kumpel. Dann wirst du auch was von den Dias später abkriegen. So. Leute, so sieht es hier aus. Okay, hier kann ich, glaube ich, Autos hinstellen. Hier oben so drauf und so. Nice. Hier kann ich auch ein paar hinstellen. Aber Leute, man sieht die ganze Zeit von draußen, weil hier ist überall Glas. Perfekt. Hier sind so kleine Büros, wo man hier sprechen kann. Alles, die Verträge und so. Aber okay, Leute, was ist hier in der Kiste? Oha, das ganze Material, Leute. Schaut euch das an. Das werden wir alles brauchen, um Autos herzustellen. Oh, Leute, das wird bestimmt richtig schwer. So, wo fangen wir an, Leute? Ich würde sagen, hier, weil hier haben wir viel Platz. So, das sind die Fahrzeuge, die wir machen können. Wir hatten ja schon mal einen Autoladen, Leute. Und da haben wir nicht so krasse Fahrzeuge gemacht. Ich glaube, diesen Flugzeug hier hatten wir. Aber den Traktor hatten wir zum Beispiel nicht. Aber wer will einen Traktor? Ich glaube, hier aus der Stadt erstmal niemand. Warte, wir brauchen erstmal was richtig Krasses. Wie wäre es mit so einem Truck, Leute? Das sieht ja richtig krass aus. Aber was braucht man dafür alles? Eisen, Wolle und so weiter, oder was? Aber ich glaube, das wird sich gleich lohnen, Leute. Schaut euch den an. Okay, Leute, dann muss ich jetzt erstmal hier alle Items holen. Ich hoffe, ich habe die alle in der Kiste. Gucken wir mal. Schwarze Wolle haben wir. Ich brauche diese Panels. Dann brauche ich noch Glasscheiben, Redstone und Eisen. So, holen wir mal alles. Eisen, Redstone haben wir auch und Glasscheiben. So, reicht das? Ah, das reicht schon mal. Jetzt muss ich hier noch einen Motor reinlegen und Räder. Okay, machen wir auch. So, Leute, wir nehmen den stärksten. Wir haben hier diesen Diamantmotor und dann noch Sportreifen oder so. Oder nee, Allwetter. Ich glaube, die sollten dann reichen, Leute. So, wir legen hier den Motor rein, ein Stück und dann hier die Reifen. So. Und wir können schon craften oder was? Niemals, Leute. Da ist es. Und wenn ich jetzt das platziere, hier vorne, und dann steht es. Oha, Leute, schaut euch das an. Wir haben jetzt einfach einen Truck. Wie heftig, Leute. Ich muss ihn auch, glaube ich, hier direkt tanken, oder? So, dann kann ich schon mal was reinmachen, aber nicht komplett voll, Leute. Ich würde sagen, ich mache ihn nur die Hälfte rein oder so, weil der schluckt richtig viel. Und ich muss ihn gleich auf Probe fahren, Leute. Ich bin richtig gespannt, weil er muss natürlich funktionieren und sicher sein, Leute. Okay, Leute, ich sitze drin schon mal. Nice. Aber warte, wie komme ich hier raus? Nein, hier ist viel zu eng. Oh nein, Leute, ich muss das hier aufbrechen. Ich glaube, wir haben hier sonst keinen Platz, oder? Nein, hier geht's nirgendwo raus. Okay, machen wir das einfach auf. Aber Enzi, wie weit bist du schon? Bin fast fertig. Fertig, zeig mal. Oh, Alpha, oh, wie gut. Man sieht's richtig nice. Ja, Mann. Ah. Sieht richtig gut aus, Ente. Weiter so. Ja, Mann, ich mach das schon. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Wir haben schon das erste Auto, Ente. Warte, ich zeig's dir gleich. Ich baue das hier erstmal frei, Leute. Zack. Und let's go, Leute. Jetzt kann ich den hier rausfahren. Ente, du bist so cook. Ja, lass den Truck bauen. Ja, Mann, den werden wir verkaufen. Wow, der ist voll fett, Mann. Ja, Mann, ich muss noch hier kurz Probe fahren, Leute. Hier kurz hier in der Stadt. Ich fahre mal kurze Runde und guck, ob hier alles sicher ist. Und der fährt sogar richtig schnell, sehe ich gerade. Oha, Leute, ist viel zu krass. 20 Blöcke die Sekunde. Ich glaube, so viel darf man in der Stadt fahren. Ja, es sollte, glaube ich, so passen, Leute. Ah, das war gerade meine Schuld. Das lag nicht am Auto. So, ich muss noch mal gucken, abbiegen. Hier erstmal rechts vor links. Klappt. Und jetzt auch mal hier weiter lang, Leute. Und ist richtig nice, Mann. Der fährt sich richtig gut. Boah, der geht voll ab, Mann. Aber du musst doch eine andere Farbe verpassen. Ja, wir können auch die Farbe ändern, wenn wir wollen. Welche würdest du drauf machen? Rot? Boah, rot ist bestimmt nice. Dann werden wir gleich rote Farbe drauf machen, Leute. Keine Sorge. So. Und ich fahre den jetzt erstmal rein. So, wo stellen wir den hin? Weil wir wollen den ja richtig krass verkaufen. Ja, auf die Tribüne. Ah, gut, dann kann ich das machen. Ich nehme ihn einfach kurz und bin ja eh ganz stark. Und zack, jetzt steht er hier drauf. Fresh, Mann. Jetzt mache ich ihn noch ein bisschen gerade. So. Und jetzt wird er richtig gut verkauft werden. So. Ich muss jetzt hier noch die Sprühfarbe hier holen. Rote Farbe und die Dose. Hier, zack. Und dann kann ich das hier zusammencraften. Nice, jetzt habe ich hier rote Farbe. Und jetzt, guck mal, jetzt können wir den färben und zack, jetzt ist er rot. Boah, was, Mann? Oha, das sieht echt nice
besser. Ist so, aber lass doch ein Fahrzeug machen. Will dabei sein. Jetzt kannst du zugucken, wie man hier richtig Autos produziert. So, ich habe noch genug Sachen dabei, sehe ich gerade. Ich brauche nur noch ein bisschen Eisen. Dafür machen wir dann das nächste Auto hier. So, was für ein Motor braucht man? Elektrische. Okay, holen wir. Das hier Diamant. Okay, Reifen brauchen wir wieder. Diesmal nämlich Sportreifen. So, hier Racing. Rennstrecke oder was? Oh, ist glaube ich noch krasser. Und Eisen brauche ich noch ein bisschen. Boah, die brauchen so viel Eisen, die Autos. Aber ich glaube, ich krieg's jetzt hin, Leute. Zack. Oh, ne, das ist das Falsche, glaube ich. Ah, das hier muss hier drauf. Zack, das funktioniert. So, und jetzt nehme ich noch die Sportreifen. So, zack. Und craften. Endlich habe das nächste fertig. Dann bau das mal platziert. Ja, mach ich. Und zack, der steht hier. Schau dir den an, Ente. Das ist voll der coole Flitzer für die Stadt. Ist so, warte, muss ich auch noch mal schnell Probe fahren. Ah, ich muss den tanken. Nein. Ente, du musst ein bisschen nachbestellen. Wir haben fast gar kein Benzin mehr. Oh, wir Benzin. Okay, ich bestell welche. Ja, bestell bitte. Computer. Ich dachte, er fährt Elektro. Muss ich hier tanken? Egal. So, Leute, let's go. Ich fahre mal los. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell. Und zack. Der Truck war gerade ja 20 Blöcke pro Sekunde. Mal gucken, wie schnell der ist. Oha, der ist schneller, Leute. Was? Der fährt 21. Oha, der ist ein bisschen schneller als der Truck, Leute. Ah, ganz vorsichtig. Die Lenkung ist hier ein bisschen anders, Leute. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber, Leute, er funktioniert ganz sicher. Hier bricht nichts zusammen, Leute. Das funktioniert super gut, glaube ich. So, dann würde ich sagen, fahren wir den wieder zurück. Let's go. Weil er muss natürlich verkauft werden. So, zack. Jetzt wollen wir den auch in Rot machen. Ja, das wäre cool. Okay, dann machen wir den auch einfach in Rot. Und zack. Nice. Die Farbe können wir ja immer ändern. Ist kein Problem. Aber erstmal ist er jetzt rot. So. Wo soll ich den hinpacken? Weiß nicht. Der muss richtig gut hier stehen. Boah, Leute. Schaut euch das an. Das ist einfach ein Go-Kart. Ich glaube, damit können wir auch nochmal richtig viele Kunden erreichen. So, was brauchen wir dafür? Ich brauche gar nicht mehr so viel. Noch einen kleinen Motor. Wo ist der? Zack, hier habe ich den. Natürlich den Diamantmotor. Und die Rennräder. Die habe ich ja schon. So, jetzt lege ich hier den kleinen Motor rein. Zack. Die Rennreifen. So, und jetzt kann ich ihn auch schon craften, oder was? Nein. Oha, wenn ich ihn jetzt platziere, dann spawnt er. Und platzieren. Zack, let's go. Da kommt er, Leute. Schaut euch den an. Oha. Und auch nochmal ein Rot. Let's go. Jetzt sieht das aus wie ein Mario Kart. Voll tanken. Oha, ich glaube, der braucht gar nicht so viel, weil der ist ja richtig klein. Aber ich frage mich gleich, wie schnell der ist. Er sieht so schnell aus, Leute. Voll getankt. Oh, danke schön, Ente. Boah, ich glaube, der wird gleich richtig schnell. Oh nein, ich sehe schon hier den Motor, den Diamantmotor. Das wird so abgehen. Ente, ich gehe jetzt eine Probefahrt machen. Bis gleich. Mach das. Oha, ich glaube, der flitzt voll ab. Oh, ich glaube auch. Ich hoffe, wir dürfen auch so schnell fahren. Oha, was geht mit dem ab? Oha, Leute, ich muss richtig aufpassen. So, nochmal let's go geradeaus. Und zack, Leute. Oha, der fährt fast 30 Blöcke die Sekunde. Was? Das ist viel schneller als die anderen Autos. Damit werden wir alle Rennfahrer und so abkriegen. Als Käufer, das wird richtig nice, Leute. Ich bin einfach viel zu schnell. Ich glaube, das ist hier gar nicht mehr erlaubt, Leute. Ich muss hier ein bisschen runterfahren. Ein Gang. So, dann komme ich jetzt zurück. Let's go. Der fährt sich auch richtig nice und richtig schnell. Der reagiert so schnell, Leute. Richtig krass. So, den stellen wir auch direkt hier nach vorne, Leute. Der ist so krass. Den müssen wir alle sehen. Direkt hier am Eingang. So. Alpha, ich gehe jetzt aber die Mittagspause. Wie, schon oder was? Okay, viel Spaß, Ente. Danke dir, ich geh was essen. Ciao. Ciao. Und Leute, ich habe gerade neue Farbe bestellt. Schaut euch das an. Jetzt habe ich hier so blaue Farbe. Weil das normale Auto will ich da nochmal blau färben. Weil rot gefällt mir da irgendwie nicht so. Und zack. Und ich finde ihn direkt viel besser. Ach, Leute, richtig nice. So, ich muss den Laden jetzt eröffnen, damit die Kunden reinkommen können. So, ich brauche jetzt nur noch ein Schild. Wo platziere ich das am besten hin? So, hier vorne, würde ich sagen. Ich habe hier sogar so riesen Schilder, Leute. Schaut euch jetzt mal an und ich schreibe, wir haben geöffnet. Und zack, da oben steht jetzt. Aber das ist ja richtig klein. Wir haben geöffnet. Hä? Ich habe gerade Schritte gehört. Ah, Leute, guck mal hier vorne. Ich glaube, das ist ein Kunde. Ich glaube, das interessiert. Guck mal, der geht in den Laden rein. In den Alpha Auto aus hier. Komm schon, wir verkaufen richtig krasse Autos hier. Was möchtest du? Wir haben Rennwagen, normale Autos und sogar einen Truck hier. Und am liebsten ist das Modell hier, weil da so viel reinpasst. Hä? Leute, ich glaube, der will diesen Wagen hier, oder? Den Standardwagen hier für die Stadt ist eigentlich perfekt, glaube ich. Können Sie auch gerne Probe fahren, wenn Sie wollen. Können auch hier kurz eine Runde fahren. Ich warte kurz. Papiere habe ich schon von Ihnen. Danke. So, Leute, der fährt jetzt, glaube ich, eine Runde. Oha, der fährt, glaube ich, viel zu schnell. Leute, ich glaube, das Auto gefällt dem. Ich glaube, der hat richtig Spaß damit. Oh, Leute, schaut euch das an.
Und zack, Leute, ich glaube, der ist wieder da. So, mal gucken, was er für geht. Wird. Wie teuer soll ich die Bombe verkaufen? Der kostet ein Stack und 32 Diamanten. Wenn sie den einmal bezahlt haben, dann... Ah, ja, ja, wir müssen hier natürlich. Ich bin doch Anfänger, deswegen tut mir leid. Hier ihre Papiere und so, genau. Da steht alles ein Stack und 32. Das sollte reichen. Wenn sie den einmal kaufen, der wird auch nie wieder kaputt gehen. Können Sie mir vertrauen, Sie kriegen auch Garantie von uns. Alles gut. Und dann viel Spaß mit dem Wagen. Oh Mann, ich habe die Schlüssel noch. Wo sind die? Hier, da habe ich die Schlüssel, Leute. So, hier kriegen Sie die Schlüssel. Sie haben den Vertrag in der Hand. Perfekt. Und jetzt viel Spaß mit dem Fahrzeug. Und Leute, der fährt jetzt los. Tschüss. Oh, wie nice, Mann. Aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo, dann würde ich es Ihnen gefallen hat. Ich werde jetzt erstmal Autos verkaufen. Und dann würde ich sagen, tschüss.